Guys, ich habe hier eine Lieferung bekommen von Amazon und am Geräusch merkt man schon. Okay, es ist was Lustiges und ihr werdet auch gleich erfahren, warum ich so unfassbar excited bin. Ja? Und zwar ist es ein Getränk. Und ihr dürft schon mal raten, es ist prozenthaltig, ja, also Disclaimer, nichts für Minderjährige. Es ist prozenthaltig, sagen wir mal so um die 40%. Mhm. Und es hat was indirekt mit Horst Lünning zu tun. Ja, Horst Lünning, whisky.de. Nur, dass ich diesen hier von Amazon bestellt habe, weil es einfach schneller ging. Und dann hatte ich aber vergessen, dass ich ihn bestellt habe. Ich wollte ihn unbedingt noch zum Neujahrsabend. Und dann ist er bei meinem Nachbarn gelandet und der hat ihn bis jetzt aufgehoben. Der hat mich heute darauf hingewiesen, dass doch immer noch eine Flasche, jetzt habe ich es natürlich verkehrt rum aufgemacht, eine Flasche Whisky bei ihm steht und mit einer wunderschönen Verpackung. Und zwar ist es ein Laporeg. Schau dir mal diese wirklich schöne Verpackung hier an. Unfassbar schön. Ein 10-jähriger, kostet 30 Euro auf Amazon. Ich verlinke euch das hier unten auch gerne, falls ihr da auch Bock drauf habt. Schon mal vorweg. Und dann gibt es noch den 16-jährigen und dann gibt es noch den 18-jährigen. Und ihr seht schon, wie excited ich bin. Habe ja auch ein cooles Glas, ist zwar jetzt ein Havana Club, kein wirkliches Whisky-Glas, aber egal. Und ich kann euch nur eins sagen, Laporeig Single Malt Whisky, Scotch Whisky, das ist irgend so eine Insel, ich glaube da in der Nähe von Schottland, West Coast of Scotland, East Island of Islay of the West Coast of Scotland. Also immer noch Schottland, also gar kein richtiges Großbritannien im weitesten Sinne. Und wir werden gleich mal hier einen durchziehen. Das ist mit Abstand der rauchigste Fassstärke, würde ein Horst Lünning sagen. Fassstärke, mit Abstand der rauchigste Whisky, den ich persönlich kenne. Ja? Und nach einem harten Arbeitstag kann man sich da schon mal eine ganz kleine Menge davon gönnen und so, sagen wir mal, als Absacker nach, was hatte ich heute, Gemüse mit Lachsfilet. Und ich kann euch eins sagen, wenn ihr den öffnet, wenn ihr den auch kauft und öffnet und nur mal dran riecht, der haut euch um. Das ist so geil. Krass. Das ist der absolute Hammer, dieser Whisky. So, und wie die Experten das machen, die Profis, da ist ein Tröpfchen daneben gelaufen. Es wird nicht verschwendet. Und die Profis machen das so. Die haben normal so ein Whiskyglas und dann ziehen die so mal durch so. Es geht mit dem Havanna-Glas nicht so richtig gut, aber ja, hätte ich vielleicht hier in einem kleineren Glas reinmachen müssen. Vielleicht kann man da besser durchziehen. Da riecht man mehr. Ja, also da braucht man bessere Gläser. Okay, Vorführeffekt. Habe jetzt leider kein sauberes da. Muss ich mir noch mal eins besorgen. Aber gut, wie bin dem auch sei, auf jeden Fall. Cheers, wir werden ja mal ein bisschen was probieren.
That's it, gut. That's it, gut. Peace, Leute. Und weiterhin Happy Hunting da draußen. Mann, der zieht wirklich gut rein. Lohnt sich. Der 18-Jährige ist dann noch ein bisschen heftiger, aber eigentlich passt der auch für 30 Euro. Bis dahin, dein Thomas Klein. Tschüss.